Hey Leute und willkommen zu einem eher ungewöhnlichen Video auf meinem Kanal für alle, die vor allem neu sind bei mir auf meinem Kanal. Halo Infinite. Warum will ich darüber reden? Weil es für mich überraschenderweise der beste Shooter 2021 ist und bestimmt auch 2022 werden wird. Aus vielen Gründen. Ich muss ein bisschen in der Zeit erstmal zurückreisen, bevor ich zu dem Punkt komme, den ich hauptsächlich ansprechen will. Im Jahr 2007 wurde Halo 3 veröffentlicht für die Xbox 360 und ich habe es geliebt. Ich habe es mehrere Jahre gespielt, unzählige hunderte Stunden drin verbracht und habe Halo 3, wie gesagt, einfach nur geliebt. Alles, was danach kam, fand ich schlecht. Egal ob Reach, Halo 5, 4, was auch immer da alles kam, es hat mich nicht gejuckt. Und jetzt sind wir im Jahr 2021, das heißt 14 Jahre nach Halo 3 und ich bin zu Hause. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da mit riesiger, riesiger Freude. Mir hat Halo 3 damals immer am meisten Spaß gemacht von allen Shootern. Zur gleichen Zeit habe ich dann ja auch ein bisschen gespielt oder gewechselt zu Call of Duty Modern Warfare 2. Fand ich auch geil, hat mir auch gefallen, ne? War ein gutes Spiel, keine Frage. Hat so ein bisschen Halo 3 vermisst, aber die Zeit war halt vorbei. Dann kam Call of Duty Modern Warfare 3, mein Lieblingsshooter zur damaligen Zeit. Bestes Call of Duty für mich ever. Und dann ging es mit Call of Duty ein bisschen runter, ne? Kamen nur schlechte Teile wie Ghosts und Zukunftsteile, die mir nicht gefallen haben. Dann kam vor nicht allzu langer Zeit Call of Duty Modern Warfare. Geiles Spiel, alles super. Dann kam Call of Duty Black Ops, auch ein geiles Spiel. Aber jetzt, dieses Jahr haben sie reingeschissen, meiner Meinung nach, mit Call of Duty Vanguard. Niemand will zurück ins Zweite Weltkrieg-Setting. Für 60 Euro, ganz ehrlich, nein, danke. Plus dazu ingame dann noch den Battle Pass kaufen. Plus dazu nur noch Skins kaufen in einem Vollpreisspiel. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ich habe zwar in Call of Duty Modern Warfare und Black Ops auch immer den Season Pass gekauft. Trotzdem schwieriges Thema, weil es ist eigentlich ein Vollpreisspiel. Dann gibt es natürlich kostenlos Call of Duty Warzone. Geiles Spiel, keine Frage. Da gibt es eine neue Map. Call of Duty Warzone Pacific. Meiner Meinung nach auch wieder schlecht. Die Grafik ist für den Arsch. Ja, die Grafik ist wichtig, sonst siehst du die Gegner nicht richtig. Grafik ist auch nicht so geil. Du musst mit den neuen Waffen spielen aus dem neuen Call of Duty. Du bist gezwungen. Auch eine schlechte Sache. Also auch das scheidet für mich als kostenloser neuer Shooter aus. Die neue Warzone-Variante. Als Vollpreisspiel scheidet für mich auch Call of Duty Vanguard aus. Als Vollpreisspiel scheidet auch für mich Battlefield aus, in dem ich auch große Hoffnung hatte. Battlefield 2042, leider auch da komplett für den Arsch. Alles geht den Bach runter. 70% der Spieler in Battlefield sind schon wieder weg, die da waren. Geht also hart den Berg nach unten, so wie auch das letzte Battlefield. Und dann kam Halo Infinite mit dem kostenlosen Multiplayer. What the fuck? Wir reden nicht von einem kostenlosen Battle Royale, was wir überall kennen, sondern wir haben in Halo einen kostenlosen Multiplayer. Das habe ich noch nicht erlebt und ist für mich der Oberhammer. Vor allem dieser Multiplayer ist erste Sahne. Ich fühle mich wieder wie in Halo 3. Sie haben alles richtig gemacht. Ich habe bisher nichts dran zu meckern. Ich habe nicht die Probleme wie zum Beispiel in Call of Duty Black Ops oder auch Modern Warfare, dass ich in ein verstecktes Ranked-System reinkomme, wo ich drin feststecke. Das heißt, ich kann Call of Duty nie in Ruhe spielen, ein bisschen chillen, ein paar Noobs abschießen. Das gibt's bei mir nicht. Ich bin gefühlt in einer der höchsten Ligen in Call of Duty, egal ob Modern Warfare oder Black Ops, und ich komme da nicht mehr raus. Ne? Also ich muss immer, jede Runde, das Beste vom Besten geben, reinschwitzen, so wie man das nennt, und kann nicht mal in Ruhe ein Spiel spielen. Ich muss immer volle Leistung geben. Das ist auf Dauer überhaupt nicht lustig. Deshalb gab es auch schon damals in Halo 3 und auch jetzt im neuen Halo Infinite den normalen Spielmodus, also eine schnelle Partie oder ein Spiel mit großen Teams, aber auch die Rangliste. Das heißt, mir ist beim Spielen bewusst, ich gehe in die Rangliste, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oder ich sage, ich gehe jetzt ins normale Spiel, chill ein bisschen, schieße ein paar Noobs ab. Ja, da sind auch starke Gegner dabei, aber es ist random. Ich habe nicht dieses versteckte System in Call of Duty, dass ich, wie gesagt, immer nur gegen die Besten der Besten kämpfen muss und das mich auf Dauer nervt, sondern ich kann es mir hier aussuchen. Das ist ein unglaubliches Feeling für jemanden, der Shooter liebt, aber nicht immer jede Runde 100% geben will, sondern auch mal ein bisschen sich zurücklehnen, ne? Ein bisschen neue Waffen testen,
Na, bisschen neue Strategien testen, Items ausprobieren. Das kannst du in Call of Duty nicht. Wenn du eine neue Waffe testest, wirst du um den Haufen geschossen. Das ist in Halo halt echt eine geile Sache. Und es freut mich so sehr, dass das hier wieder dabei ist mit den normalen Spielen und dem Ranglisten extra. Der Oberhammer. Was ich ein bisschen schade finde, ist derzeit, der Multiplayer ist noch in einer Beta. Ist trotzdem kostenlos auf Steam unter anderem. Das Problem ist noch, ich kann mir nicht aussuchen, welchen Modus ich spiele. Ne? Das heißt, diese ganzen Spiellisten, die hier mit dabei sind, ne, die kommen random. Okay? Das heißt, ich kann mir nicht aussuchen, was ich spielen will. Entweder spiele ich Oddball, ich spiele Capture the Flag, ich spiele einfach Team Deathmatch. Ich weiß es vorher nicht. Es ist leider random. Ob das so geil ist, da bin ich noch nicht so sicher. Schlacht mit großen Teams genauso. Auch da ist der Modus random. Und leider auch in der Rangliste. Ne? Das heißt, ich kann der Rangliste mir nicht aussuchen, was genau ich jetzt spielen will. Ob ich jetzt Capture the Flag spielen will, Rangliste oder Oddball oder Team Deathmatch, ich kann es mir nicht aussuchen. Ne? Das ist noch so ein kleiner Nachteil, aber auch prinzipiell nicht schlecht, weil so werde ich gezwungen, auch mal Modi zu spielen, die ich sonst nicht spielen würde und stelle fest, die machen Spaß. Ne? Aber jetzt denkst du dir, ja, wie wird dann Call of Duty, wie wird dann Halo Infinite finanziert, wenn der Multiplayer kostenlos ist? Natürlich wie immer durch unter anderem, ihr seht es im Hintergrund hinter mir, den Battle Pass. Es gibt einen Battle Pass, der ist kostenpflichtig, einen Premium Battle Pass und es gibt einen normalen Battle Pass. Also du musst ihn dir nicht kaufen, sondern kannst auch kostenlos hier durchspielen. Aber wenn du den kaufst, kriegst du natürlich viel mehr Items, als wenn du den Battle Pass nicht hast. Ist ganz klar. Ne? Also da kriegen sie Geld rein und ich denke, viel mehr Geld, als wenn das Spiel an sich was kosten würde, also der Multiplayer-Modus. Also so wie sie es jetzt machen, ist einfach geil. Punkt. Du hast auch tägliche Herausforderungen und so weiter, um den Battle Pass zu steigern. Auch eine geile Sache. Ja, für viele dauert es zu lange, bis der Battle Pass das Level sich erhöht. Es zieht sich schon. Aber ich sehe noch eine Sache links oben. Der Battle Pass geht von November bis Mai. Also da hast du genug Zeit, um auf Level 100 zu kommen, wenn du genug spielst. Ne? Das sind jetzt noch, ihr seht es rechts oben, 140 Tage bei mir. Ne? 140 Tage. Und das Ganze hat schon begonnen vor über einem Monat. Ne? Vor knapp einem Monat. Einfach begonnen schon. Das ist krass. Also das ist schaffbar. Und natürlich, wie wird das Ganze noch finanziert? Durch Fahrzeugskins, durch Waffenskins. So wie den Typen hier habe ich mir geholt. So wie er da in Schwarz steht, hast du ihn natürlich nicht. Den musst du dir anpassen, so wie er aussieht. Ne? Das heißt, ich habe mir einen Skin gekauft. Du kannst auch den normalen spielen. Du kannst dir andere kaufen und so weiter. Egal, Helme, Ausrüstungen, Embleme und so weiter. Das Ganze kannst du dir natürlich kaufen. Du kannst es dir aber auch in der Kampagne verdienen. Die Kampagne kostet allerdings Geld. Ne? Die Kampagne kostet was? Der Multiplayer ist kostenlos. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was ein Shooter tun muss. Wenn jemand einfach nur den Multiplayer spielen will, soll das gefälligst kostenlos sein. Wenn jemand die Kampagne spielen will, soll er Geld dafür ausgeben. Ist für mich die perfekte Alternative. Denn ich habe in keinem Call of Duty die Kampagne gespielt. Keinem Modern Warfare, keinem Call of Duty Black Ops, keinem Modern Warfare 3, keinem Modern Warfare 2 habe ich die Kampagne gespielt. Leute, der wichtigste Modus ist der Multiplayer-Modus. Und wenn der kostenlos ist und da wie immer in typischen Battle Royale-Spielen die Skins und der Battle Pass halt was kostet, ist es das perfekte System und damit verdienst du auch am meisten und die Spieler sind am glücklichsten. Ich gebe nämlich lieber freiwillig Geld aus für etwas Kosmetisches, wie ich denke die meisten von euch, als für das Spiel an sich viel Geld auszugeben und dann noch für die kosmetischen Sachen. Also das ist einfach die beste Lösung, die es gibt. Deswegen feiere ich den Multiplayer-Modus von Halo Infinite. Ladet es euch gerne auch mal kostenlos runter am PC, Xbox und gönnt es euch, es macht echt Spaß. Und ich spiele es hier übrigens am PC mit dem PS4-Controller, was schon ein bisschen Blasphemie ist, aber ja. Ich bin begeistert. Haut eure Meinung mal in die Kommentare. Für mich ist das beste Spiel, der beste Shooter, Punkt. Und ja, ich spiele zwischendurch Shooter, wenn ich gerade mal keine Anime-Games spiele, Strategiespiele oder Rollenspiele. Und das ist für mich eine gute Abwechslung. Und Call of Duty, Leute, ich kann es nur empfehlen. Wir werden jetzt auch gleich noch ein bisschen Gameplay sehen. Ich werde mit meinem Mod Evador reingehen, ein paar Ründchen zocken, werde euch ein bisschen was rausschneiden davon und mit ein bisschen Gameplay seht. Und ihr werdet feststellen, das ist wie Halo 3, nur mit ein bisschen mehr Items, ein bisschen besseres Movement, bessere Waffenkontrolle. Es gibt auch ein paar neue Waffen, aber es ist für mich der Oberhammer. Ich kann es nur empfehlen, Leute. Ladet es euch mal runter, es kostet nichts. Meinungen in die Kommentare. Jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Vergesst nicht zu abonnieren. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, los geht's. Okay, Leute, wir sind jetzt im ersten Spiel 4 gegen 4 mit Evador. Moin.
Moin. Da ist auch schon der lila Krieger. Ah, ich habe mir ein Skin gekauft. Ja, es gibt den 4-gegen-4 Modus, Leute, und es gibt den 12-gegen-12, habe ich ja schon erzählt. Und Rangliste, wir sind jetzt nicht Rangliste, einfach ein bisschen rumzocken. Ich will jetzt auch nicht euch unseren Skill präsentieren. Sag einfach mal, wie sieht das Ganze aus? Ihr seht schon mal optisch Oberhammer. Punkt aus Ende, ne? Das ist schon mal der erste Punkt. Ich starte immer mit der gleichen Waffe. Im normalen Match mit dieser typischen Maschinenpistole. Brrr, immer schon draufhalten. Und im Ranglistenstadion immer mit der BR, mit der 3-Schuss-Waffe. In dem Modus hier zum Beispiel müssen wir gerade. Raketenwerfer! In dem Modus müssen wir gerade zum Beispiel einen Totenschädel halten, solange. Ja, bis wir gewonnen haben. Und ja, es seht auch, es gibt Spezialwaffen. Immer auf der Map liegen Granaten rum, liegen Waffen rum. Die will man natürlich haben, aufsammeln, so wie den Raketenwerfer, der one-hittet. Und vieles mehr. Und es ist halt immer das Geile, es ist ein Teamspiel. Die meisten spielen bisher auch immer mit, ne? Ja, das fand ich auch bisher. Also im Gegensatz zu anderen Spielen nein, machen die hier deutlich besser mit. Ja, ja, ja. Sehr schön, der Raketenwerfer am Rücken gehabt, ja. Ne? Auf jeden Fall, ja. Teamspiel. Aber es geht auch hier jetzt nicht um Kills, ne? Wer die meisten Kills macht hier in dem Modus zum Beispiel, sondern mich und den Ball. Hier in der Waffe, wann seht ihr die Waffenhänger zum Beispiel? Hier mal die Waffe, die ich ziemlich beschissen finde. Aber besser ist keine Waffe. Und ja, es läuft immer so flüssig. Ich habe im Spiel noch nie den Moment gehabt, wo ich sage, scheiß Ping, der Gegner hat einen Vorteil gegenüber mir. Das hatte ich einfach nie. Ah, das ist doch einer. Das hatte ich einfach nie. Ja. Und das ist auch ein großer Vorteil übrigens zu Call of Duty, was ich vergessen habe zu erwähnen. Es gibt ja nie diesen blöden Ping-Vorteil oder was auch immer. Und das ist schon wunderschön. Ja! Mein Headshot mit von links geboxt. Auch das typische Call of Duty, Gegner anschießen und dann sofort aufs Maul hauen, ist auch ganz üblich. Denn ihr habt hier ein Schild, was ihr in Anspielen nicht habt. Außer bei Warzone zum Beispiel, wo du die Schildplatten reinstecken kannst. Und Granate und ich fliegen immer und siegen immer. Jau, ich hab jetzt so eine Granate, lul. Und ja, dahin seht ihr auch immer, wen wir ausschalten müssen. Ich weiß, wir haben von hinten beschossen. Ich hätte aber echt gerne den Typen hier. Schaffe ich noch um die Ecke? Nein, da ist noch einer. Schade. Ja, den weiß ich. Ich wollte davon weglaufen zum anderen, aber da war noch einer. Also ja, hier geht es um den Ball zu halten, vieles mehr. Ihr seht aber hoffentlich nebenbei einfach, wie flüssig es läuft, ne? Mein Stick kann man natürlich einstellen, die Empfindlichkeit so, wie ich will. Aber ihr seht mal, wie wunderschön. Guckt euch diese Blume an. Das werdet ihr in keinem anderen Shooter sehen. Diese Grafikdetails. Und das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos. Ich kann es doch immer nicht glauben. Ich kann es doch immer nicht glauben. Ich finde es einfach nur geil. Diese Aufteilung, dass man sagt, für einen Singleplayer möchte man was haben, für Multiplayer. Ich meine, die haben ja den Season Pass zum Beispiel, oder die Skins. Ja, genau, also ja, genau. Dran. Genau, ne? Genau. Also deswegen, das ist eine coole Balance, also das gefällt mir. Ich habe auch vorher gesagt, ich bin der Meinung, es sollte immer nur der Solo-Play was kosten, der auch ab nächsten Jahr im Koop spielbar sein wird. Aber Multiplayer, jetzt mal ganz ehrlich, das sollte immer eine kostenlose Sache sein. Ne? Das sollte immer frei bleiben. Und nebenbei zu quatschen, das ist echt eine nervige Sache, mach ich gerade. Das ist gar nicht mal so einfach. Hör auf mich zu Granaten! Da stehen zwei gegen der Ecke mit kaum Leben. Nebenbei quatschen ist schwierig. Aber ja, wollen wir ein bisschen zeigen. Das ist das 4 gegen 4. Kleine Maps, logischerweise. Kleine Ziele, wie eben die generische Flagge klauen. Oder eben das eben hier gerade Dodgeball mit diesem kleinen Totenschädel. Und wieder weggesprengt, sehr schön. Mit dem kleinen Totenschädel. Oh Gott, das sind wieder drei. Aber die spielen echt gut zusammen, muss man sagen. Ja. Mein Schild, lad auf. Ihr seht in der Mitte oben auch den Lebensbalken, ne? Das Leben und das Schild. Und man sollte auch ein bisschen taktisch spielen, natürlich. So, nächster Kill, perfekt. Natürlich gibt es auch hier wieder das gute alte nächster Kill, das gute alte Double Kill, Kitekulär und so weiter und so weiter und so weiter. Was auch extrem Spaß macht, natürlich das Aufleuchten zu sehen. Und es ist typische Call of Duty das typische Halo rumgespringe, was ich in Call of Duty so hasse, wollte ich sagen, ist hier natürlich ganz normal. Oh, von hinten. Das gehört dazu. Das ist halt Call of Duty, ja. Halo. Warum sag ich mal Call of Duty? Früher haben wir auch immer gesagt, wenn ich Call of Duty gespielt habe und jemand die ganze Zeit von mir rumspringt, geh Halo spielen. Ja? Das ist das Übliche einfach. Und ja, wir müssen jetzt hier zwei Runden bis an den Ball halten. Ich habe einen kleinen Einblick jetzt mal gezeigt. Denke ich, reicht hier von 4 gegen 4. Und wir spielen jetzt die Runde natürlich noch fertig, ganz entspannt. Und werden euch dann noch das 12 gegen 12 zeigen. Was deutlich hektischer ist, würde ich mal sagen. Schöner Kill. Deutlich hektischer ist. Weil halt 12 Spieler, ne? Egal ob jetzt im Gegnerteam oder auch im verbündeten Team. Das ist ein großer Unterschied, wenn man halt 12 Spieler hat. Ne? Woo! Ja, ganz anders. Hat halt so ein bisschen Battlefield-Feeling, finde ich. Richtig, jetzt komme ich dazu. Da gibt es auch Flugzeuge und Autos. Das werden wir uns euch jetzt alles noch angucken. Und natürlich auch andere Spielmodi. Der einzige gleiche Modi, den es gibt im 4 gegen 4 und 12 gegen 12, ist eben der Team-Deathmatch-Modus. Ne? Den gibt es halt immer überall. Und
ich will ja hoch! Da geht's halt immer überall, wollte ich sagen. Und ja, ist echt schwer, den Ball zu quatschen. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt dann gleich wieder im 12 gegen 12. Ich habe noch eine Weggranate. Leute, wir sind jetzt gleich wieder immer so. Wir schaffen es jetzt und gewinnen noch schnell die Runde. Jo, bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt im 12 gegen 12. Hier ist es so, wie schon sagt, 12 Spieler gegen 12 Spieler. Wir sind trotzdem in drei Teams aufgeteilt. Also hier, dieses Viererteam, dann noch ein Viererteam und noch ein Viererteam. Das hat aber nichts zu bedeuten mit dem Punkten oder irgendwas. Also es bringt jetzt nichts direkt oder so. Er hat einfach nur aufgeteilt. Ich denke, das ist einfach aus gewissen Gründen eben. Ja, hier in dem Moos zum Beispiel hamstern müssen wir rumlaufen und da vorne seht ihr schon diese Energiedinger holen, eben, oder? Ne? Ja. Also am besten ist natürlich, wenn er mit dem Auto hinfährt. Wir gehen aber gern zu Fuß. Du sagst das und ich bin in einem Buggy, also. Ah. Okay, hier seht ihr schon die Dinger, ne? Einfach hinlaufen, aufheben, werfen, aufheben, werfen und so, sozusagen alle in die Basis zurückbringen und dort dann in die Basis oben reinstecken. Und so punktet man, wenn man 5 davon reingesteckt hat. Und das dreimal gemacht hat, hat man gewonnen. Ja, also die Energie einfach aufladen. Ist ziemlich leichter Modus. Wow! Hat mich gerade eigentlich fast überfahren? Will er mich verarschen? Und hat jetzt mein Energieding geklaut? Oh mein Gott. Jetzt habe ich einen Gegner überfahren. Auf jeden Fall. Ich war gerade so perplex. Der eigene hat mich fast überfahren. Auf jeden Fall. Ja. Aufpassen. Ne? Friendly Fire bei Autos. Auf jeden Fall. Es geht darum, die Energiedinger reinzupacken. Und die Map hier ist gigantisch, Leute. Aber was auch geil ist, sie sieht genauso aus wie früher. Ne? Das ist die gute alte Oldschool Halo 3 Optik, die ich vermisst habe. Ne? Das sieht so geil aus. Und hier gibt es natürlich auch wieder Raketenwerfer, alle möglichen Lasergewehre. Und jetzt sind die Autos nach einer gewissen Zeit auch Flugzeuge und vieles, vieles mehr. Das ist halt schon eine arschgeile Nummer. Ja. Ich habe Raketenwerfer. Der wobei Raketenwerfer ich noch nicht ganz raus habe, wie die spawnen sind. Ah, jetzt gesehen. Die Raketen haben ein Problem, dass eben das dauert, bis der. Dass die Rakete ankommt. Was hast du denn? Ja. Spawns, was? Die Spawns von den Fahrzeugen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt auch Granaten übrigens, die Gegner aufdecken. Ja, ich hab ihn! ja. Unterschiedlichsten Waffen ist ja ganz typisch. Die Pistole habt ihr immer mit dabei. Und ja, es geht darum, die Energiekerne einzusammeln. Überall auf der Map sind Waffen verstreut. An der Wand hängen die immer. Muss ich halt finden, natürlich. Aber es hat eine große Map, wie gesagt. Am besten Auto fahren und so weiter und so weiter. Oh, hier ist eine Waffe zum Beispiel. Perfekt, ein Shotgun. Es gibt aber auch Waffen, die auf dem Boden liegen, also auf so einem Feld, ne? So, so wie der Raketenwerfer zum Beispiel. Wie unter anderem auch Granaten, ja. Aber das sind Spezialwaffen, was er meinte, die leuchten so orange, die sieht man dann auch deutlich. Das ist die Sniper und der Raketenwerfer. Da gibt es auch noch so eine Waffe, ganz komische, die schießt einen riesigen Bolzen. Ne? Die sieht aber jetzt auch gerade die Ankunft. Blub. Da kam einfach ein Auto runter. Und hier, ja genau, hier sind die Waffen, hier seht ihr das Leuchten. Zack, Raketenwerfer. Aufgehoben. Schießen wir mal rüber. Der Gegner sich freut. Hab ich was getroffen? Nee, leider nicht. Wäre lustig gewesen. Aber ja, die Map natürlich macht natürlich mega Spaß. Ist aber auch meistens ein mega, mega Chaos. Also, da kann schon einiges passieren. Ja. Oh, fast! Aber der Modus hier. Ja? Der Modus hier ist halt schon echt ein bisschen einfacher als die anderen Modis. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil, ja, 12 Leute da drin. Also, selbst wenn du jetzt verkacken solltest oder dein Mitspieler oder wer auch immer, ne, ey, da laufen andere viele Spieler rum, die genauso mitmachen und mitkämpfen. Ne, und die dann auch mitzocken, natürlich. Dass ihr den Sieg leichter erreicht. Aber es macht halt einfach Spaß. Ne? Es ist mir persönlich, ne, es ist egal, wie oft ich abgib oder so. Es macht einfach Laune. Natürlich gewinnt man lieber, als man stirbt, klar. Aber es macht einfach so Bock, das Game. Und ich bin so happy, dass es halt auch keine Ping-Scheiße wieder gibt, ne? Und er hat ein Schwert! Dass es keine Ping-Scheiße gibt, dass man sagt, ey, der hat einfach einen besseren Ping. Und deswegen kann er mich schneller sehen, schneller töten als ich. Der hat keine Reifen mehr, der fährt auf den Felgen. Hat er nie gesehen, lul. Wusstest du das immer, dass du die Reifen zerschießen kannst? Krasser Scheiß. Und natürlich Fallschaden gibt es auch keinen, denn wir sind ein mega krasser Spartan natürlich, ne? Aber ja, das Game, es macht einfach Laune. Es macht aber Laune. Am meisten Laune, muss ich sagen, macht mir aber der Modus natürlich im Hardcore-Modus, weil du halt immer mit dieser geilen Waffe startest. Da geht halt 1 HP, wie ihr übrigens seht. Das war knapp. Aber ihr seht es auch. Unten in der Map, der Gegner, ist harte Führung, oder? Ne? Das sieht diesmal nicht gut aus. Die Folgerunde haben wir übrigens gewonnen. Aber die Runde sieht schlecht aus. Ihr seht, die haben schon 2 Punkte. Wir haben noch nicht bei den ersten Punkt voll. Die klauen uns immer die Energiekerne. Hier seht ihr den roten weglaufen. Den müssten wir jetzt aufhalten, damit wir selbst den Energiekern reinstecken können. Oder halt, wie gesagt, die Bohnen hier aufsammeln, die hier rumliegen. Am besten immer hinlaufen und weiterwerfen.
Es ist halt echt schwer, diese Energiekerne zu verteidigen, muss ich sagen. Oh ja, oh ja, oh Gott! Da fliegt was über mir. Oje, oje, ja. Hui, ich werf Kern, hui! Ich mag es Kernwerfen auch, ne? Einfach rüberwerfen, zack, holen, wieder rüberwerfen. Ich würde es eigentlich gerne einmal zeigen, wie man den abgibt, aber es ist gerade echt schwierig, da mal durchzukommen. Aber es macht halt Laune, ne? Den Modus gibt's, dann gibt's noch den Modus Deathmatch natürlich, ne? Ich glaube, das war's in dem Modi hier auf der Map, oder? Ne, Capture the Flag gibt's natürlich auch noch. Nein, hinter mir ist einer! Ah! Nein! Und ein Flugzeug! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, die war kurz davor! Da habt ihr es links gesehen, da müsst ihr ihn reinstecken. Aber ja, diese Flugzeuge könnt ihr auch super runterholen, indem ihr zum Beispiel euren Greifhaken benutzt. Es gibt unzählige geile neue Items, die man benutzen kann. Dann kannst du einfach raufziehen und den Gegner rausschlagen aus dem Flugzeug. Es gibt einfach zu viel geilen Scheiß, den ich nicht alles heute zeigen kann. Wir wollen ein bisschen euch informieren. Hey, komm, es gibt ein neues Halo. Finde ich 100-mal geiler als die ganzen neuen Call of Duties und Battlefields. Leider gibt es hier keinen Battle Royale Modus, zum richtigen. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, ob das Battlefield hinkriegen wird. Bisher bin ich natürlich riesen Fan vom Halo hier. Weil vor allem was kostenlos ist. Ne? Was willst du denn da falsch machen? Ja, vor allem halt, aber auch, ich finde die Umsetzung sehr gut. Also es macht echt Laune. Auch, ja. Du hast viele spannende Matches, was ich ja bei den anderen beiden Spielen oft vermisst, ist es halt immer Double Kill. Oder sehr häufig sehr eindeutig, ne? Richtig. Hier hast du halt echt. Auch das, ja. Wegen dem scheiß Kill-based Matchmaking, wie gesagt, das gibt's ja hier nicht. Mal sehen. Superschild, auch geil. Ja, es gibt auch Spezial-Items, wie ihr seht, das Superschild, du kannst unsichtbar werden und so weiter und so weiter. Also ich kann den ganzen Tag erzählen, hier ist echt, wie gesagt, sehr viel Input, den es hier gibt. Aber wir wollen jetzt mal nicht voll quatschen hier. Wir wollen nur ein bisschen Gameplay zeigen und euch informieren, dass es da ist, dass es kostenlos ist und dass es arschgeil ist. Oh. Da gibt es nichts zu meckern im Spiel. Bisher. Ja. Aber es ist noch in der Beta, ne? Ich vergesse. Wir sind in der Beta. Und das ist schon kostenlos, wie gesagt, und es wird auch nachher kostenlos sein. Ja, hört einfach nicht auf zu fahren, ne? Hört einfach nicht auf zu fahren. Hast du noch was zu sagen, oder? Ich bin so weit überein. Also, es macht halt echt Laune und ja, bisher Daumen hoch. Also, ich habe auch nicht wirklich gemerkt, dass es eine Beta ist, abgesehen davon, dass das 12 gegen 12 ab und zu ein bisschen beim Anwenden Probleme hat. Das wollen wir sagen, genau. 12 gegen 12 im fünften Versuch. Jetzt bist du mal drin, war in der Lobby, da gibt es auch Abbrüche. Aber ist alles okay. Wie gesagt, ne? Man hat ja auch keinen Stress jetzt hier und so weiter. Und wir werden uns jetzt in die Rangliste verpissen, um ein bisschen hochzukämpfen, denn da gibt es ein paar Neuerungen. Es ist nicht so wie früher im Halo 3, dass du Rang 1 bis 50 werden kannst, also nicht hochstufen, ne? Sondern es gibt auch Ligen, ne? Bronze, Holzliga, Silberliga, Goldliga, Platin und so weiter. Und da kämpfen wir uns gerade hoch, haben ein bisschen Bock. Vielleicht werde ich dazu auch mal ein Video machen. Das Problem ist, nebenbei quatschen lenkt hart ab, ne? Das kann ich nicht so gut. Aber ich könnte es mal aufnehmen und euch dann so ein bisschen drüber quatschen, mal gucken. So oder so, wir hauen uns jetzt in die Rangliste mal ein bisschen ein paar Ärsche treten. Nein, oder? Aber auf jeden. Ja, wenn euch das Video geholfen hat, gefallen hat, um euch zu entscheiden, welchen Shoot ihr dieses Jahr oder nächstes Jahr spielen sollt, Halo, Leute. Es ist wieder da. Ich bin happy. Es ist kostenlos. Einfach runterladen auf Steam oder auf der Xbox. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Unbedingt eure Meinung, eure Erfahrungen erstmal in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und ciao. Ciao.